Wisst ihr, Leute, ihr stellt mich ja immer wieder vor neue PC-Probleme, die ich für euch lösen soll. So auch der Serienchiller, der hat mich nämlich gefragt: Ich habe eine Fliege in meinem PC. Sie ist jetzt hinten bei den Kabeln. Was kann maximal passieren? Die Lüfter fassen sie nicht. Also ja, ganz typisches PC-Problem. Wird sicherlich jeder von euch kennen. Eine Fliege im PC. Was kann man da machen? Also ich sage herzlichen Glückwunsch. Denn du hast jetzt ein neues Haustier. Moin, Servus, Moin. Dein PC ist nämlich nicht mehr nur PC, sondern ein wunderbares Terrarium für ein tolles Lebewesen. So ein geiles Produkt. Was du machen kannst, ist natürlich es gelegentlich füttern. Dazu stellst du einfach Essensreste auf deine Grafikkarte und vergiss nicht, abends die Beleuchtung auszuschalten, denn auch Fliegen brauchen ihren Schlaf. Und wenn ihr diese ganz typischen PC-Probleme auch kennt, dann gebt schon mal einen Daumen in nördlicher Richtung. Ich begrüße euch zur 287. Folge Kreative Fragen. Stellt mir Fragen mit dem Hashtag unten in die Kommentare. Und wir schauen uns heute mal den PC von Trimax an. Und bevor das Video losgeht, es ist wieder erster Freitag des Monats und das bedeutet, Gigabyte haut mal wieder was richtig Schönes an euch raus. Diesmal eine Grafikkarte. Ihr habt hier die Chance auf eine Gigabyte Radeon RX 7600 OC8G, eine richtig schöne Entry-Level-Grafikkarte, die für alle aktuellen Games ausreicht und auch noch die neuesten AMD-Features supportet. Das Ganze läuft über Gleam, also einfach anmelden. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist dieses Video hier schauen, denn die anderen Entries, die sind freiwillig und einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Maximilian fragt, was sagst du eigentlich über den Predator PC von Trimax? Ja, also Trimax hat vor einiger Zeit sein ganzes Gaming-Setup vorgestellt und in dem Atemzug auch seinen Gaming-PC und da dachte ich mir, warum? Denn was er da stehen hat, ist nicht mal ein überteuerter Influencer-PC von Systemintegrator XY, sondern sowas Richtiges von der Stange. Also anders kann man das nicht sagen. Der PC ist ein Acer Predator Orion 7000. Und da muss man leider sagen, mehr von der Stange geht halt einfach nicht. Denn Predator ist das Gaming-Brand von Acer. Acer kennt man ja zum Beispiel auch viel aus dem Laptop-Bereich. Und ich habe solche Dinge auch schon mal live gesehen, im zum Beispiel Mediamarkt. Das sind eigentlich PCs für Leute, die aus meiner Sicht viel Geld und ganz wenig Ahnung haben. Aber er hat wohl eine alte Version mit dem 13900KF. Da gibt es mittlerweile was Neueres mit dem 14900KF. Sonst ist das meiste aber gleich geblieben. Ungeachtet der Probleme, die die Intel-CPUs momentan wohl haben. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut gerne das Video von letzter Woche. Gibt es die neue Version für roundabout 4.300 Euro auf Cyberport. Jetzt ist die Sache die. Ich habe schon mal diese Art von PCs gesehen und weiß nicht mal genau, was das zum Beispiel für Mainboards sind. Aber wenn wir mal auf Cyberport seitlich reinschauen, dann kann man in das Case sehen und es sieht wirklich so aus, als wäre das irgendein sehr günstiges OEM-Board. Und ja, verbaut ist auch eine RTX 4090, also gamingtechnisch wird der Nichtkenner sich bestimmt nicht beschweren, aber auch die AIO sieht irgendwie aus, als wäre das etwas selbstgebrandetes. Man findet kaum etwas Verlässliches über das Netzteil, was meiner Meinung nach eine der wichtigsten Komponenten ist und warum zur Hölle ist da nur 4800 MHz DDR5 verbaut, der niedrigste Takt, den DDR5 überhaupt drauf hat. Ne, ich glaube, das geht sogar noch niedriger. Wenn ich jetzt mal etwas Vergleichbares konfiguriere, komme ich bei einer Konfiguration auf Geizhals bei 1000 Euro weniger raus. Aber es ist ja nicht nur das. Bei dem selbstkonfigurierten PC weiß ich zum Beispiel, dass ich ein solides Gigabyte Mainboard drin habe. Ich weiß aber auch, dass ich ein absolut zuverlässiges Netzteil habe und vor allem habe ich dann auch ein Case mit Meshfront und entsprechendem Airflow. Das Acer Predator Case, das sieht aus, als hätte es nur vorne so ganz winzige Einlässe und ich bin wirklich skeptisch, was das Kühlkonzept in Verbindung mit dem 14900KS bzw. auch dem 13900KS angeht. Das sind nämlich beides Hitzköpfe. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Trimax ist aus meiner Sicht gar nicht die Zielgruppe für so einen PC. Trimax ist einer der größten deutschen Streamer. Für ihn ist es ein Arbeitsgerät und da sollte man aus meiner Sicht auch das bestmögliche Werkzeug holen. Und wenn man keine Ahnung hat, sich vielleicht mal beraten lassen von jemandem, der Ahnung hat. Ich will dem PC jetzt auch nicht ultra schlecht reden, aber man sieht eben ganz einfach, dass man
bei den gleichen leistungstragenden Komponenten im Selbstbau zum Beispiel wesentlich günstiger fährt. Und ich garantiere euch auch, dass etliche Systemintegratoren eine vergleichbare Konfiguration für deutlich weniger Geld haben. Aber was meint ihr zu dem Prachtstück? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Snow White fragt, betrifft das Glas bei vielen PCs? In der Regel wird ja Temperglas, Einscheiben-Sicherheitsglas in Klammern EGS genutzt. Was spricht gegen die Nutzung von Borosilikatglas oder Glaskeramik? Ich habe eine Gegenfrage dazu. Wie teuer möchtest du dein Case haben? Denn soweit ich weiß, ist Glaskeramik das, was beim Herd zum Einsatz kommt. Und das ist wohl auch sehr hitzebeständiges Material. Aber PCs werden ja nicht so heiß, als dass das nötig wäre. Und ich kann mir durchaus vorstellen, das ist nur eine Vermutung, dass das einfach teuer in der Produktion ist. Borosilikat kommt ja häufig zum Beispiel bei Erlmeyer-Kolben vor und ist Chemikalien- und hitzebeständig. Aber auch das ist jetzt nicht unbedingt notwendig für einen PC. Also was ich meine, ich sehe keinen Vorteil gegenüber dem typischen Temperglas, aber vielleicht haben wir hier ja jemanden in der Community, der sich mit der ganzen Thematik und den Materialien auskennt, der vielleicht was dazu sagen möchte, also ab damit in die Kommentare. Und MattGD fragt, gibt es sowas wie DLSS für die CPU? Das wäre doch gut zur Bewältigung vom Bottleneck, oder? Also diese ganzen Technologien, wie zum Beispiel DLSS oder FSR, sind ja an für sich Techniken, um Last von der Grafikkarte zu nehmen, weil entweder weniger Pixel berechnet werden müssen und das Bild später hochskaliert wird, oder ganz speziell dafür ausgelegte Recheneinheiten Bilder interpolieren. Wenn die Grafikkarte weniger Last hat, dann geht mehr Last auf die CPU. Aber beim Gaming liegt der Bottleneck ja ohnehin meistens auf der Grafikkarte. Die CPU, sagen wir es mal so, langweilt sich in vielen Fällen. Und in Fällen, in denen sie es nicht tut, habt ihr mit aktuellen Prozessoren ohnehin schon mehr als ausreichend FPS. Was sollte das also für eine Technologie sein? Wer einen Bottleneck hat, der braucht in der Regel auch ein CPU-Upgrade, weil wenn die Grafikkarte beim Gaming nicht bottleneckt, dann kann man auch das Potenzial der Grafikkarte überhaupt nicht ausschöpfen und das wäre doch wirklich doof, oder? Florian fragt, kannst du mal ein Video darüber machen, was deiner Meinung nach die besten Switches sind und auf welchem Barebone man die verbauen sollte, wie man diese richtig loopt und was es noch für Zubehör und Modifizierungen gibt? Also ich sag's dir ganz offen und ehrlich, aus meiner Sicht gibt es nicht die besten Switches. Das ist ein ganz schwieriges Feld, einfach weil jeder unterschiedliche Anforderungen an Switches hat. Ich persönlich mag zum Beispiel von Gateron die Gateron G Yellow Pros, weil das wirklich solide, lineare Switches sind, aber nicht unbedingt für jeden das Richtige. Es gibt zum Beispiel Leute, die mögen taktile Schalter und die können mit denen nichts anfangen. Und bei Tastaturen ist ohnehin ganz viel Geschmackssache. Ein absolut solides Hot-Swap-Board, auf dem du mal Verschiedenes ausprobieren kannst, wäre die Shakun SGK 50 S3. Habe ich auch ein ganzes Video zu gemacht. Die bringt nicht nur einen wahnsinnig guten Sound mit, sondern im Vergleich zu anderen Hot-Swap-Boards ist sie auch relativ preisgünstig. Link zu dem Video findet ihr in der Videobeschreibung. Wahrscheinlich werde ich es eh wieder vergessen zu verlinken und ihr werdet mich dran erinnern. King of Tune fragt, Grüße in die Runde hier. Meine Frage, wie lange komme ich mit meinem aktuellen System in Games deiner Meinung nach klar, bis ein Neukauf notwendig wird? Specs Ryzen 7 5800X3D, Asus ROG Strix RTX 3080 Ti 12 GB, Asus X570e Gaming 32 GB G-Skill 3600 MHz CL15151535, 2,5 TB SSD, 6 TB HDD Speicher, LG Ultra Gear 38 Zoll 21:10600p HDR600. Ja, Frage in die Runde. Wie lange wird der Kollege mit seinem PC auskommen? Ihr könnt ja mal Predictions in die Kommentare schreiben. Aber das ist eine ganz klassische Frage. Wie lange wird mein Gaming-PC halten? Und da kann ich nur immer wieder sagen, solange du alles damit machen kannst, was du machen willst. Ich meine, ja, zugegeben, du hast eine Grafikkarte der letzten RTX-Generation. Stört es dich, dass du zum Beispiel kein DLSS 3 Frame Generation nutzen kannst? Falls nein, kein Grund, jetzt abzugraden. Dein Monitor hat ja eine erweiterte QHD-Auflösung und für die Grafikkarte ist das für das meiste aktuell ausreichend und falls nicht, kannst du ja erstmal die Settings runterschrauben. Kannst du damit leben, die Settings runterzuschrauben? Dann grade auch nicht ab. Deine CPU spielt, auch wenn sie quasi schon in Anführungszeichen alt ist, immer noch ganz oben mit und wenn es um Gaming geht, da muss man dann erstmal eine Grafikkarte finden, die überhaupt so stark ist, dass beim Gaming der 5800X3D zum Bottleneck wird. Und dann stellt sich die Frage, was spielst du überhaupt für Games? Wenn du zum Beispiel nur ein bestimmtes E-Sport-Game spielst, werden sich die Anforderungen an dieses Spiel auch nicht großartig verändern in den nächsten Jahren, einfach aus dem Grund, dass die Publisher natürlich wollen, dass ihre Games auf möglichst vielen Systemen laufen. Was ich damit sagen will, du kannst den Rechner 2 Jahre nutzen und dann upgraden, was sehr viel Geld kostet.
gekostet. Du kannst ihn aber auch 10 Jahre verwenden und die alte Kiste dann mal groß upgraden. Und Ben fragt, könntest du mal eine erotische Dubaro-Werbung machen? Oh Mann, diese kannst du mal eine Dubaro-Werbung machen, wird niemals enden. Aber Leute, hört ihr das auch? Okay, tschüss. Das AMR knistern meiner wunderbaren Freitags-Gaming-PC-Angebote. Denn wollt ihr euch neu verlieben, dann ist jetzt der beste Zeitpunkt, dort vorbeizuschauen, weil es dort Kisten mit den schönsten Kurven gibt, die ich bisher gesehen habe, und die lassen sich nach Belieben nachkonfigurieren. Und vor allem haben wir darauf geachtet, dass jedes PC-Case schöne Füße hat, denn Füße sind das, was wir wirklich wollen, oder? Nee, das sowas finde ich eklig. Das will ich gar nicht gucken und hören. Link ist in der Videobeschreibung. Und das war komisch, aber das soll es für diesen Freitag auch wieder gewesen sein. Stellt mir also Fragen für nächsten Freitag. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freue ich mich aber auch über einen Daumen in nördlicher Richtung. Schaut auch gerne mal bei meinen letzten Videos vorbei. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich bin raus. Ciao.